Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 mit Airesu. Ich bin Airesu. Und wir wurden aus der Stadt verbannt. Weswegen wir eben niedergeschossen wurden. Weswegen wir jetzt erstmal eine Trevor-Mission machen, bevor wir dann hoffentlich endlich diesen Laden dort kaufen können. Pitchers. Von dem ich immer noch nicht weiß, ob er irgendwas taugt. Es klingt wie eine Bar. Und es kostet 900.000, deswegen hoffe ich einfach mal, dass es was wert ist. Ja. Trevor about? He's probably out somewhere drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh, yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Noch ein Hipster. Living out here, away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete. Living off old glories. You used to be able to manage heat. And now, you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy, all right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Yeah! This better be fucking good! Jesus. Fuck. Ah, man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking horny skunk. Get a boat and meet me under Raton Canyon Bridge. I'll be on the earpiece. Okay. Gute Nachricht, schlechte Nachricht. Erstmal die schlechte, wir müssen als Trevor spielen. Die gute, es scheint, als würden wir in den Goldzug überfallen. Was cool ist. Make it a fast boat. Ah, the logistical mind of Trevor Phillips. So it's like gold bricks on board, right? Sometimes. This is a high-value courier service run by Meriwether. Oh, Meriwether? Tranquilo, Mike. This ain't a weapons train. It's goods too valuable to insure for air travel trade. Gold. Sometimes gold. Sometimes artwork. Priceless antiquities. Sometimes enough for you, me, Ron, everyone. Fine. Like a mirage in the desert. Here's okay, kein Gold. Mike, oh yeah, another thing for your shopping list. We'll need some bombs. Okay, I'll pick them up when I'm back at the trailer. Back at the trailer? Where are you? We got work to do. Yeah, yeah, I know. That's why I'm getting changed. Wow, getting changed? What have you turned into? Choo-choo! Aua. Oh Gott. Wow. Okay, wir haben ein kleines Problemchen. Ich weiß nicht, was die mit dem Überhang... Oh, Entschuldigung. Wuhu! Oh! War das, was ich machen so, war das, was ich machen sollte? Okay. Trevor hat es nicht geschafft, auf den Zug zu kommen. Ja, okay, ich hätte auf den Zug springen sollen, wie ich es geschafft habe.
Aber dann war ich so erschrocken, dass ich runtergefallen bin. Oh Gott! Ach komm, das hätte ich doch wieder geschafft. Ja, Trevor ist vom Zug gefallen. Beim letzten Mal ist da nicht die Mission fehlgeschlagen und deswegen... Hoppala! Okay, wir fahren einfach ein bisschen langsamer. Top und top und top, top. Das ist ein langer Zug. Okay, wir können schneller und langsamer fahren. Und das war's. Mehr können wir nicht machen. Nur langsamer und schneller. Okay, gut. Das müssen wir nicht weitermachen. Da kommt der umgezogene Michael. Warum hopst dieses Boot so? Bleib im Wasserboot. Ist ja schlimm. Ach Gottchen! Was zum Teufel, Trevor? So, okay, kein Problem. Okay, wir haben eine Waffe aus dem letzten Raubüberfall. Das Gefechts-MG. Haben wir eventuell noch... Ja, tatsächlich, er hat die Minigun. Okay. Aber das Gefechts-MG sollte ausreichen. Okay, den haben wir. Okay, da haben wir noch einen Hubschrauber. Irgendwo? Ach da. You're taking too long, Porkchop!
nothing good yet. So, wo ist der letzte? Da hinten ist noch einer. Aber ich denke nicht, dass wir den so... Ah, okay, doch. So don't let that keep you. They're parachuting in now. Stop looking for your Tiddler and find the loot. If I wasn't looking over my shoulder for bad weather, guys, it might be easier. You wanna die in that box? Let's go. I'm doing this as quick as I can. So, sehr schön. Endlich. Ins Boot steigen, kein Problem. Ich versuch's. Okay, alles gut. Verdammt nochmal. Oh Gott, ich versuch's ja, aber... Die bewegen sich. Ja, die Boote haben wir ausgeschaltet. Hey, Em! Good thing you changed clothes. You couldn't have done this without that weird vest thing. Oh, das hat gesessen. Oh, habe ich hier schon wieder das Militärgewehr dran? Au. Ja, so viel zum lebendig fühlen. Jetzt definitiv nicht mehr. Erneut versuchen. Okay, den ersten haben wir. Okay, ich habe den Steuermann dort mehrmals getroffen, aber noch nicht getötet. Okay, ich habe einen erwischt. Den am Strand haben wir sowieso schon. Jetzt kommt der Hubschrauber noch. Okay, den haben wir. Sehr schön. Hey, Mike. You don't get kicks like this on the golf course. I don't know, man. I get kind of pissy when I miss a putt. Come on. We need to get on land. Pull her up down the coast. Kein Problem. Es sei denn, da kommen noch andere Leute. Whoa, man. You work hard for your living. Boil it down for me. How much you think you make for a senseless killing, huh? Couple nickels? Times are tough. Have been since we put you in the ground. Hey, you had your savings. That I couldn't access because you blew the identities. You know, there was nothing for Brad's defense. Transport's taken care of. Ron's dependable, you see. Gut. Dann parken wir mal. Au. Oh, his and hers, huh? Because of your independent spirit. Hey! Hey, before you go, show me the loot. I,
Und wir haben Schrott. Oh, nein, Artefakt. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be Deadman in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, your job. Fuck things up with the Mexican to begin with. My job, my score, get your own. Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? A couple kids pulling jobs, the big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again, with Lester and Franklin on board. We can do this thing, T. This ain't no dream no more. Yeah. You keep the case. Fuck me. Okay, hey! All right. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. You know, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in the business, huh? Bring it on. The big one! The big one! Okay, ja, wir werden wohl einen ziemlich großen Überfall dann machen. Jetzt ist die Frage, warum übernimmt Michael jetzt einen noch schwierigeren Auftrag? Wahrscheinlich hat er es einfach sehr eilig, wieder in die Stadt zu kommen. Perfekt. Okay, dann... Momentan kann ich nicht umschalten. Hello. Townley's on the line too. Hey, Trev. All right. I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah. I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Just, give me a week. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger's already on the way. The window's open, my friend, and you are jumping out of it. Oh, jeez. Shit! Los Santos ain't going anywhere, bud. Okay, also noch nicht Los Santos. Sondern jetzt erst einmal wieder einen Job fürs FIB. Oh! Nicht dein Tag, wie? Da haben wir Biker. Die haben was gegen... Was natürlich verständlich ist, aber... Aber hört auf mich zu schießen. Aua. Okay, warten wir hier kurz, bis wir uns ein klein bisschen aufgeladen haben. Ja, das mit dem kurz aufladen hat nicht so viel gebracht. Au! Und ich bin mal wieder tot. Das ist aber nicht schön. Es kostet mich wieder 5000.
Wie viel Geld hat eigentlich Trevor? Er könnte ja eigentlich auch mal Dinge kaufen, ne? Oh ja, er hat über 500.000. Dafür kriegt man bestimmt irgendeinen Laden. Hey, pal. Was ist das? Okay, ja, Suchdienste, meinetwegen. Haben wir eigentlich irgendwelche SMS oder... Oh, Mails? Oh ja, neue Ware. Yay. Hier haben wir nichts weiter. Oh, aber da haben wir... Da haben wir einen Dieb. Hab ihn. Hab ihn immer noch. Und hab ihn weiterhin. So, wunderbar. 500 Mark. Und davon dürfen wir wahrscheinlich wieder 50 behalten. Das ist so der Standard. So. Au! Nicht freundlich. Aua! Oh, okay. The Henhouse hat sich gemeldet. Ein paar Gangtypen haben angefangen, auf die Bar zu schießen. Bitte helfen Sie uns. Ich kann doch nicht zu den Bullen gehen. Okay. Warum kannst du nicht zur Polizei gehen? Ich brauche bloß ein Auto. Moment, da hinten. Au! Da hinten haben wir Polizei, Mopeds. Die sollten schnell genug für meine Ansprüche sein. Hoffe ich. So, das P steht für Immobilienmanagement. Okay. Granate, nein. Pistole, IP-Pistole. Ja, okay, meinetwegen. Was auch immer das genau bedeutet. Kanka Pay haben angegriffen, okay. Nehmen wir an, Kanka Pay ist eine Gang. Yay, Henhouse verteidigt. Wirklich viel Geld hatten sie nicht bei. Ich nehme an, ich bekomme dann eine SMS demnächst. Ja. Ich hatte ja schon gehofft, dass sie sich etwas um den Laden kümmern, aber das übertrifft alle Erwartungen. Gut. Wir wollten uns noch ein anderes Geschäft gerade kaufen. Ich denke, wir haben bewiesen, dass wir damit umgehen können. Also mit Geschäften. Na, no. Oh, das war mir zu knapp. Ich meine, das Reh ist zum Glück auch klug genug gewesen, um anzuhalten, aber... kam mir trotzdem knapp vor. Gleich sind wir da. Au! Au! Nicht so perfekt. Das kostet mich wieder 5000.
Tja, okay, nehmen wir das Auto hier. Sieht zumindest nicht aus, als würde es direkt umkippen. Und wir konnten direkt wieder da starten, wo wir eben im Prinzip schon gestartet sind. Offenbar ist dieses Auto wesentlich leichter, als es aussieht. Das Auto dort wird mir rot angezeigt. Ich weiß nicht warum. Ich schaue mir das mal kurz an. Ne, okay. Hat sich wieder abgeregt. Wahrscheinlich nur jemand, den ich angefahren habe, der kurz sauer war und sich dann wieder abgeregt hat. Bei dem Wetter nehme ich an, dass wir keine Anhalter bekommen werden. Haben wir noch jemanden, den wir anrufen können, so? Chefkoch, unser Schütze. Besetzt, okay. Cheng Junior, wer ist das? Auf jeden Fall ist besetzt, okay. Dave, Devin, Franklin, Jimmy, Lester. Wird wahrscheinlich nicht abnehmen. Hey, it's Lester. Ja, okay. Au! Nein, 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 nein! Au! Ich habe mein Moped verloren. Okay, kein Problem. Und up! Au! Kein Problem, wir schaffen das. Und up! So. Und kaufen. Okay, 23.000 pro gefundenem Atommüllfass. Okay. Ah, verdammt, ich musste damit selbst losfahren und das Zeug einsammeln, ne? Mit dem U-Boot. Mit einem normalen Boot, okay, aber nicht mit dem U-Boot. Okay, theoretisch hätten wir die Option. Was haben wir sonst noch so zu kaufen? Ne, Golfclub können wir uns definitiv nicht leisten. Was ist das? Ah, Pitchers, das wollte ich mir mit Michael holen. Was ist das? Noch ein Hangar, den sollte ich mir holen. Wurde mir gesagt, zum Fliegen üben. Weil ich angeblich Fliegen üben muss. Was ich für Unsinn halte, weil ich schon fliegen kann. Nukleare Abfälle. Sehr geehrter Mr. Phillips, ich bin sicher, so eine Betreffzeile sehen Sie nicht oft in Ihrer Post. Ich bin Umweltschützer und lebe derzeit in Paleto Bay. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich mich so unverhofft bei Ihnen melde, aber ich habe gehört, dass Sie vor kurzem das Dock in Paleto Cove gekauft haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich das Ausmaß der Umweltverschmutzung in San Andreas bewusst sind, aber Atomkraftwerke pumpen täglich riesige Mengen an Abwasser in den Ozean. Jede Hilfe bei der Reinhaltung unseres Meeresbodens, die Sie persönlich als uns als Geschäftsmann in einem Reinerhaltung unseres Meeresbodens, die Sie persönlich uns als Geschäftsmann mit einem Interesse an der Erhalt unserer Küste leisten könnten, wäre höchst willkommen. Jedes bisschen hilft. Mit verbundenen Grüßen Dr. Varley, Doc des Sonarsuchdienstes. Gut. Da haben wir ein schöneres Auto. Das nehmen wir. Und
Und auf zu unserem nächsten Geschäft. Hoffentlich wieder eins, das Passivgewinn abwirft. Die Mission beim Henhouse war ja jetzt nicht sonderlich spannend. Nur ein paar Leute erschießen. Das mache ich dauernd. Auch außerhalb von Missionen. Warum haben wir eigentlich keine geschätzte Zeit immer zum Ziel? Die meisten GPS im RL haben das. Ich nehme an, die müssten dafür... Oh! Ich nehme an, die müssten dafür tatsächlich die Geschwindigkeit, die erlaubte Geschwindigkeit überall einschalten. Also, einprogrammieren. Okay, that's enough. Take a bow. You're gonna regret this. Put your hands up. The cops are on their way. Dann fahre ich besser weg. Get the fuck out of my way. So, die kennen nicht mal mein Auto. Das ist gut. Verdammt, sie haben mich gesehen. Kein Problem, kein Problem. Alles ist gut. Okay, mich hier verstecken wird nichts bringen. Mich hier zu verstecken wird nichts bringen. Ich kann Deutsch sprechen. Einigermaßen. Manchmal. Hey! Die haben mir meinen Kofferraum kaputt gemacht. Da könnten Leute drin sein. Die sollten da ein bisschen vorsichtiger sein. Hört auf! Oh oh. Entweder mir ist ein Reifen geplatzt oder die haben mir einen Reifen zerschossen. Es kommt aufs Gleiche raus. Solange ich gerade fahre, ist alles gut. Ja, die haben leider was dagegen, dass ich einfach gerade fahre. Aber ich bin wieder auf Kurs. Haha. Danke fürs Warten. Das war sehr hilfreich. Und ich bin wieder auf Kurs. Ich würde ja auf die schießen, um sie loszuwerden, aber ich befürchte, die würden mir das übel nehmen und mir einen dritten Stern verpassen. Okay, solange ich den da vorne nicht direkt ins Sichtfeld fahre, ist alles gut. In den Tunneln hat man kein GPS, aber man kann immer noch alle Polizeiwegen vor sich sehen. Und sie haben mich vergessen. Sehr schön. Oh Gott, da habe ich beinahe die Kontrolle verloren. Aber nur beinahe. Ist also alles gut. Aber... Und wir sind fast da. $920 haben wir bekommen für ja, das Henhouse. Moment, was war da noch? Sonst nichts.
Der Suchdienst war mit einem Überblick, aber hat dem nichts abgeworfen. Einnahmen, 5000 pro Straßenlieferung und 7000 pro Luftfrachtlieferung. Okay, ja. Hey, D! Hey, what's up, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? No, I'm keeping it tranquilo, bro. You know, I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to the Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh, yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world. You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, it's gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple drops, you come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I, we got a good export story. Ah, okay. Ah, I'll be on the radio, man. That's great. Sehr gut. Du kannst den Mackenzie-Feldhanger, du hast den Mackenzie-Feldhanger gekauft. Dieses Unternehmen sammelt Waffen und transportiert sie von und nach San Andreas. 5000 für jede Straßenlieferung, 7000 für jede Luftfrachtlieferung plus Bonus für gute Arbeit. Benutze das Flugzeug oder den Buggy, um eine Lieferung zu erledigen. Sehr gut. Und wir haben immer noch 108.000 noch was übrig. Sehr schön. Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier die Folge. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.